Ich bin auf dem Weg auf den Stockberg. Dabei gingen mir die Gedanken durch den Kopf wegen unserem Menschenkörper, wegen dem Thema, sind wir wirklich? Sind wir unser Körper? Oder wer ist denn das, der da lebt? Wer ist dieser Mensch? Wer ist diese Person? Ja, ich bin die Rosa getauft, die Rosalie genannt. Doch, wenn ich den Mr. Tepperwein mir anhöre, und das mache ich ja schon seit vielen Jahren, und in vielen schwierigen Lebenssituationen habe ich immer wieder erkannt, dass wenn ich denke oder dass wenn ich erkenne, erfühle, ich bin gar nicht der Mensch, der da im Liebeskummer drinsteckt, dann geht es weiter. Dann wird es leichter. Dann spüre ich immer mehr. Nee. Ich bin höheres Bewusstsein im Körper Mensch, im Menschenkörper drin. Kummer haben. Also wir sollten uns erst einmal fragen, wer hat denn da Liebeskummer? Und da sagen die meisten, ja ich. Gut, das ist nur ein Wort. Dann muss ich definieren, wer ist denn ich? Wen meine ich mit ich? Fühle ich mich als Mensch? Wie die meisten natürlich, ja, aha, dann muss ich sagen, dann hat das Ich den Liebeskummer. Oder erkenne ich, wer ich wirklich bin und erkenne mich als reines Bewusstsein, das nur vorübergehend in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel Liebeskummer, weil es den in der Vollkommenheit zu Hause nicht gibt. Und wenn ich das erfahren möchte, dann muss ich also ins Ich gehen und in eine Beziehung und dann kann ich Liebeskummer erfahren. Aber es ist immer das Ich, das diesen Liebeskummer erfährt, nicht ich selbst. Und dann kann ich mich fragen, weshalb habe ich denn Liebeskummer? Wodurch entsteht der denn jetzt ganz genau? Ich muss also mal hinschauen und dann erkenne ich, der kommt aus dem Habenwollen. Das Ich will haben und kriegt nicht oder kriegt und es ist nicht so, wie es sich das vorgestellt hat. Und dann ist es unglücklich und hat Liebeskummer. Aber sobald ich das analysiert habe, kann ich also erkennen, den Ausweg, aha, das ist eigentlich nur eine Botschaft des Lebens, das mich aufmerksam macht. Du bist nicht bei Bewusstsein. Du bist in der Identifikation mit der Illusion des Ich und das will haben und an diesem haben wollen leidest. Wenn der Menschenkörper haben will, dann wird er leiden. Wenn der Menschenkörper sagt, so wie es ist, ist es nicht richtig. Nein, ich möchte es nicht so haben. In den vergangenen Jahren habe ich gelernt, eine Selbstbeglückerin zu sein. Ja, ich beglücke mich selber. Okay, wenn du jetzt vielleicht schmunzelst, egal wie. Ja, das Glück entsteht in mir. Denn wie der Herr Tepperwein sagt, wir sind nicht der Menschenkörper. Das ist ein Werkzeug. Dieser Körper ist das Werkzeug vom höheren Selbst. Das höhere Selbst, das möchte in diesem Menschenkörper genau diese Erlebnisse erleben, welche es, die Energie, das höhere Selbst bis jetzt in meinem Körper erlebt hat. Ja, und es war manchmal so voller Liebeskummer, so voller Schmerz, auch körperlicher Schmerz. Und genau da konnte das höhere Bewusstsein sich selber erleben, erfühlen, das Gefühl fühlen. Denn das höhere Bewusstsein kann vielleicht das Erleben nicht gleich fühlen, wie wir es im Menschenkörper erleben, wie es der Menschenkörper erlebt. Und als ich da hochgelaufen bin, habe ich so unten einen Mensch gesehen und ich weiß genau, der ist überhaupt nicht in diesen Gedanken drin, wo ich drin stecke und ich sehe dann da so, ah, es kam mir vor wie ein Roboter, wie ein Menschenkörperwerkzeug, aber das höhere Selbst, aber das Werkzeug denkt, es sei der Mensch. Oh Mensch, ich denke hier um die Ecken, mein Verstand, der raucht.
Aber ich habe das so gesehen, da ist ein unbewusster Menschenkörper. Der denkt, er sei dieser Mensch. Und ich habe dann so wahrgenommen, der macht seinen Alltag. Der steht auf am Morgen, hat vielleicht den gleichen Ablauf, der ärgert sich über einen anderen Menschenkörper. Ja, er ist einfach und er macht sich null Gedanken. Was ist besser? Nichts. Ist es nun, es ist gleichgültig. Der Mensch, wenn er sich ärgert, dann ärgert er sich. Wenn er sich nervt, nervt er sich. Wenn er krank ist, ist er krank. Doch es gibt immer mehr Menschenkörper, wo irgendwie bewusster werden. Wo in Kontakt kommen mit solchen Weisheiten wie von Herrn Pepperwein und sich beginnen zu fragen und zu erkennen. Und es ist wie wenn der Schleier des Vergessenen über meinem Menschenkörper gelichtet wird und ich immer mehr erkenne, halt mal, ich bin nicht der Körpermensch. Und so lebt sich für mich das Leben viel, viel kühler, viel toller, viel wunderbarer, zauberhafter und vor allem sehr freudig. Ob es viel freudiger ist, weiß ich nicht, denke ich nicht. Ich bin überzeugt, dass es Menschenkörper gibt, die noch nie was gehört haben von diesem höheren Selbst, die wunderbar freudig durchs Leben gehen. Denn ein Schüler hat mal seinen Lehrer gefragt, Herr, soll ich mir Erleuchtung wünschen oder 1 Million? Und der Gelehrte hat gesagt, wünsch dir besser 1 Million, denn wenn du erleuchtet bist, hast du keine Freude mehr an der Million. Und so fühlt sich's ein bisschen an. Nicht, dass ich keine Freude mehr habe, dass mein Menschenkörper keine Freude mehr hat, wenn ich jetzt 1 Million gewinne im Lotto. Ach ja, ich muss morgen noch spielen. Ich muss was tun, sonst geht's glaube ich nicht. Den Lottoschein müssen wir schon ausfüllen. Aber da wirklich zu sehen, es ist eine andere Freude. Es ist so nicht, ich bin immer in der Freude. Mein Menschenkörper ist fast immer mehr in der Freude. Und wenn mal nicht, dann erkennt er subito, ich bin wieder mal komplett in einer Down-Energie. Und dann entscheide ich mich zum Beispiel, ich gehe auf den Stockberg. Und dann kommt wieder diese Verbundenheitsenergie. Und da zu erkennen, das Leben ist viel, wie ist es eigentlich? Es ist irgendwie ganzheitlicher. Ja, das könnte ich sagen, ganzheitlicher. Und es ist auf jeden Fall, man zieht sich andere Erlebnisse an, andere Ergebnisse. Weil ich dann nicht mehr in diesem Haben-Wollen drin bin, sondern ich kann Ja sagen zu allem, was geschieht. Ja, und wenn es nicht so ist, wie ich es gerne hätte, wie es mein Menschenkörper gern hätte, dann denke ich, das ist jetzt ungünstig. Das, was jetzt geschieht, ist ungünstig. Was kann ich da tun? Doch damit sich da was ändert, braucht es wirklich zuerst meine Akzeptanz zum Jetzt. Das Leben will, dass ich das, was jetzt gerade geschieht, 100% in der Hingabe annehme. Dass ich auch meine Ablehnung 100% annehme. Und dann geht es weiter. Und so ist sogar im größten Schmerz drin eine wunderbare Göttlichkeit, Zauberhaftigkeit verborgen. Genau dann, wenn es so massiv schmerzt, dann spürt man zeitgleich diese Energie von der absoluten Dankbarkeit. Und ein kleines Beispiel. Der 16-jährige Sohn hat sich das Leben genommen. Der Vater war todtraurig, mega unglücklich, mega traurig. Nein, nicht unglücklich, traurig. Riesentrauer. Und trotzdem hat er in sich eine unsägliche Dankbarkeit gespürt, eine großartige, zauberhafte Dankbarkeit für all die schönen Momente, die 16 Jahre, die er mit seinem Sohn erleben durfte. Und das meine ich. Diese göttliche Hingabe ans Jetzt beinhaltet so eine unglaubliche Kraft. Und das spüre ich immer wieder. Immer wieder. Das ist für mich die ganzheitliche Lebensweise.
Das ist für mich das ganzheitliche Ja sagen zum Jetzt. Das ist für mich das Leben aus dem Sein, das Erkennen, wow, ich spiele in meinem Menschenkörper das Spiel Leben. Okay, und was kann ich jetzt tun? Jetzt geht's weiter. Und in dem Moment, wo ich mich down fühle, dann frage ich mich wieder, okay, das Downsein darf jetzt sein, das Traurigsein darf jetzt sein, Schicksalsschlag darf jetzt sein, es schmerzt. Ganz klar, und der Schmerz gehört zu unserem Lebensspiel dazu. Wenn du den Schmerz, die Schicksale, die Krisen weghaben wolltest, das wäre ungefähr dasselbe, wie wenn du in einem Spiel nur noch mit lauter Sechser würfeln könntest. Also dein Würfel hätte nur noch 6 Punkte auf jeder Seite. Dann wäre doch das Spiel sowas von langweilig. Und genau so sehe ich das Lebensspiel. Und darum, ihr Lieben, wünsche ich euch von Herzen, genießt jetzt aus der Ferne diese wunderbare Kulisse. Denn nur schon wenn du es so genießt, kannst du dich reinfühlen. Du hörst die Vögel, das Wasser, die frische Luft. Du bist genau jetzt hier mit mir. Denn wir sind die gleiche Energie. Wir sind alle Höheres Selbst, die höhere Liebesenergie. Und was ich erlebe, erlebst du nämlich genauso. Versuch dich mal reinzufühlen. Es fängt alles an mit deinen Gedanken. Und jetzt kommt noch eine mögliche Lösung von Herr Tepperwein. Und es geht wirklich darum, dass wir es üben, üben, üben. Immer wieder uns fragen, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt im Ich oder bin ich im Sein? Nehme ich wahr oder denkt mein Ich wieder mit seinem Verstand? Ich wünsche euch einen wunderschönen, zauberhaften Tag. Der erste Schritt ist die Erkenntnis, die Liebe macht keinen Koma. Es ist das Ich, das leidet an seiner Unzulänglichkeit, weil es haben will, nicht bekommt oder bekommt und es entspricht nicht seiner Vorstellung. Da entsteht eine Disharmonie und jetzt leidet das Ich darunter. Also wenn ich das erkannt habe als Voraussetzung, das Ich ist die Ursache, nicht die Liebe, nicht der Partner. Das Ich ist die Ursache, also dann will ich hier raus. Und jetzt stelle ich mir vor, in der Imagination, ich trete mal einen Schritt hinter meinen Körper. Schaue meinen Körper praktisch über die Schulter und schaue ihm beim Leben zu. Damit ist das Wunder bereits geschehen. Denn damit bin ich der Beobachter und nicht mehr das Beobachtete. Das Beobachtete kann ich ja nicht sein, sondern also dann erkenne ich, ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit. Das sind meine Erfahrungsinstrumente, mit denen erfahre ich das Leben. Ich bin jetzt der Beobachter. Ich bin reines Sein und schaue mal meinem Erfahrungsinstrument beim Leben zu. Und dann mache ich mir bewusst, ja Moment, ich habe ja gar keinen Liebeskummer. Ach, das ist mein Körper, mein Ich, mein Erfahrungsinstrument. Das hat den Liebeskummer. Und weshalb eigentlich? Dann schaue ich hin und sehe, ah ja, weil es haben will und kriegt, es hat Sehnsucht, die bleibt unerfüllt und das tut weh. Ach, das ist es also. Als Beobachter bin ich in der Wahrnehmung. Das heißt, Beobachter ist ja die Funktion, wahrzunehmen, ganz klar. Während ich also mein Leben wahrnehme, habe ich plötzlich keine Verwendung mehr für das Denken. Erkenne, ach, das ist ja ein begrenzendes und begrenztes Instrument, wenn ich darüber nachdenke. Und wenn ich darüber nachdenken wollte, über das, was gerade geschieht, dann muss ich aus dem Jetzt rausgehen, aus der Wahrnehmung. Also dort, mein Leben geht aber weiter, aber um nachzudenken, muss ich rausgehen. Ich gehe dann in den Verstand und damit sitze ich wieder in der Ich-Identifikation, weil der Verstand ist ja Teil des Ichs.
Aber um denken zu können, muss ich in den Verstand. Jetzt denke ich darüber nach, aber mein Leben geht hier weiter. Der Film läuft weiter. Ich bin aber nicht da, wo mein Leben ist. Also plötzlich merke ich, na, das will ich gar nicht mehr. Ich erlebe ja live, was geschieht, worüber will ich nachdenken. Also dann bleibe ich der Beobachter, bleibe in der Wahrnehmung und dann bin ich nicht mehr identifiziert mit dem Ich, sondern ich beobachte ja gerade mein Ich und dann kann ich auch meine Sprache ändern. Dann hat sich noch nichts geändert, aber dann erkenne ich, nicht ich habe Liebeskummer, nicht die Liebe macht Kummer, nicht der Partner macht Kummer, sondern das haben wollen meines Ich. Ja, das macht den Kummer. Ah, also die Vorstellung des Ichs, das ist die eigentliche Ursache. Und dann kann ich mich entscheiden, bleibe ich jetzt der Beobachter? Und ich lebe seit 20 Jahren als Beobachter. Das heißt, ich bleibe 24 Stunden am Tag hinter mir und schaue meinem Ich über die Schulter. Und wie eine Mutter mit ihrem Kind, ja, wenn mein Kind Liebeskummer hat, gut, dann helfe ich ihm als Bewusstsein, ja, und sage, wie kann ich ihm jetzt helfen? Ich muss mich immer wieder daran erinnern. Ich kann nicht beschließen, jetzt bin ich ständig der Beobachter. Das ist genauso wenig möglich, wie Sie beschließen können, Klavier spielen zu können, wenn Sie es nicht können. Das muss man lernen. Das heißt also, Sie müssen nicht lernen, der Beobachter zu sein. Das können Sie sofort. Das sind Sie mit einem Schritt. Was Sie lernen und üben müssen, ist drin zu bleiben. Na, ich habe mir überall Zettel hingelegt. Damals, ich habe ja die gleiche Schwierigkeit gehabt. Als ich das wollte, kam ich wieder ins Tun und rutschte wieder ins Ich, denn nur das Ich tut und ein Telefonat, ein Gespräch, zack, war ich wieder im Ich und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich mich wieder, dann habe ich erstmal die Mini-Urlaub innehalten erfunden, das heißt 100-mal am Tag, wenn ich gerade was beendet habe, eine Minute Urlaub, mache mir bewusst, wer bin ich gerade, okay, ausrichten, also ich bin nicht das Ich, nicht der Körper, nicht der Verstand, nicht die Persönlichkeit. Ich bin der Beobachter. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich bin aber der Erfahrende. Die meisten Menschen identifizieren sich mit dem, was sie im Spiegel sehen. Aber wenn sie fragen, was siehst du denn da im Spiegel? Ja, meinen Körper. Moment, wenn du da deinen Körper siehst, dann muss es ja einen Besitzer geben. Dann kannst du das ja nicht sein, wenn du sagst ja schon selber, das ist mein Körper. Ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ja, ich habe auch ein Auto und eine Wohnung, aber ich bilde mir nicht ein, das zu sein. Also erkenne ich, was ich habe, kann ich nicht sein. Da muss es einen Besitzer geben. Dann richte ich mal mein Bewusstsein auf den Besitzer, auf den, der das hat. Und dann erkenne ich also schon im Spiegel wieder den liebevollen Hinweis des Lebens über die Weisheit der Sprache, das bist du schon mal nicht. Das ist dein Erfahrungsinstrument.